Herzliche Begrüßung vor dem Spiel der Füchse Berlin beim HC Erlangen. Erst 4 Tage zuvor hatte man sich schon im Pokal getroffen. Da konnten sich die Füchse nach der Verlängerung durchsetzen. Wer hat mehr gelernt aus dem Pokalspiel? Der HC Erlangen kommt auf jeden Fall schon mal besser rein mit Sebastian Firnhaber. Zwischenzeitlich führen die Gastgeber 6:3. Dann aber der Bruch. Aus einem 6:3 wird ein 6:10 und die Füchse beginnen zu marschieren mit Lasse Andersson, der eine starke erste Hälfte spielte, nach Anfangsschwierigkeiten in Sachen Effektivität. Bei Erlangen klappte dann nicht mehr viel. Die technischen Fehler waren ein großes Thema. Sie luden die Füchse zu einfachen Toren ein. Da konnten auch die starken Paraden zwischenzeitlich von Torwart Obling nicht helfen. Der kam insgesamt an diesem Tag auf 11. Das einer der wenigen Angriffe im zweiten Teil der ersten Hälfte von Erlangen, der mal zu Ende gespielt werden konnte. Schon zur Pause führten die Füchse komfortabel. Erlangen musste sich etwas einfallen lassen, aber gegen die beste Offensive der Liga, die Mannschaft von Jaron Siewert, sagt sich das eben so leicht. Die Umsetzung ist dann schwer, vor allem weil sie Gitzel haben, weil sie Andersson haben. Dennis Sternemalt, auch wenn dieser Angriff mal nicht im Tor unterkam. Aber es war einer von wenigen Angriffen insgesamt. Lief es bei den Füchsen richtig gut, auch weil Erlangen auch in Durchgang 2 weiter Fehler einstreute. Gitzel, 6 Tore unter der Woche hatte er sogar 10 gemacht im Pokal und dann war Zeit für Zaubertricks. Da konnte er sich dann auch das Lächeln nicht mehr verkneifen. Für Erlangen ist ja das nächste Programm hart. Es geht noch gegen Melsungen, gegen Flensburg in den kommenden Tagen. Die Füchse setzen ein deutliches Ausrufezeichen. Ob jeder hier so deutlich gewinnen wird, ist die große Frage. Zwischenzeitlich führten sie mit +12. Ich glaube, die Berlinern spielen genau, was wir. Sie haben gegen uns in der Pokalspiel gespielt. Und ja, wir machen viel zu viele Fehler, wir nutzen nicht die Momentum, wir haben die erste Halbzeit, die erste 5, 6, 7 Minuten. Wir verlieren dann 6:0, glaube ich. Und von da finde ich eigentlich, dass wir haben die Spiele ein bisschen verloren in unserem Kopf. Hat nichts 100% geglaubt und dann konnten sie langsam wegrennen. Ich habe am Anfang der Begegnung gemerkt, dass wir nicht ganz da sind. Dann kommen wir aber in einen super Lauf, drehen das Spiel und nachdem wir das gedreht haben, haben wir es dominiert in allen Bereichen, in allen Phasen des Spiels. Abwehr war heute top, mit einem starken Torhüter, Tempospiel nach vorne. Jeder Spieler hat heute seine Akzente setzen können wieder und von daher bin ich absolut zufrieden. Zweimal gegen den gleichen Gegner. Zu spielen ist nicht leicht, aber dennoch war wahrscheinlich unser Lernprozess von Dienstag zu heute etwas besser, größer als der von Erlangen. Lernfähig sind sie also auch noch. Die Füchse bleiben.